Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich ein bisschen etwas Entspanntes mit euch machen. Und zwar, ihr kennt alle den Half Cup. Solltet ihr keinen Half Cup zu Hause haben, macht es so wie ich. Nehmt euch einfach einen Becher, schneidet ihn ab und schon habt ihr einen. Also, von meinem Wingpour-Video, das verlinke ich euch hier oben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist auch ganz toll geworden, sehr farbenfroh, sind mir hier noch einige Farben übrig geblieben. Und so ein Half-Cup-Bild bietet sich immer hervorragend an, übrig gebliebene Farben noch aufzubrauchen. Ich möchte nichts wegschmeißen und ich habe es hier in den Bechern abgemischt, deswegen werden wir die heute noch verwenden. Also, wie gewohnt, Cup in die Mitte. Ich beginne mit der schwarzen Farbe. Anders als beim Wingpour-Video beginne ich heute mit der dunkelsten Farbe. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen schwarzen Basecoat für rundherum, einfach, dass es dann ein bisschen besser moven kann. So. Genau. Jawohl, das reicht uns auch schon. Okay, wir beginnen mit der dunkelsten Farbe. Ich habe hier wunderschönes Marineblau. Höchstwahrscheinlich ist es immer noch zu viel Farbe für die Leinwand. Aber wir schauen mal, was wir daraus zaubern können. Dann möchten wir dieses wunderschöne Violett. Ich lege jetzt kein Weiß oder kein Schwarz dazwischen. Ich möchte es heute ein bisschen farbenfroh haben. So. Gefolgt von Pink. Ach, das ist eine wundervolle Farbe. Wir brauchen alles auf. Dann möchten wir dieses schöne Rot. Wie ihr seht, unser Cup bewegt sich schon. Und für die ganz Aufmerksamen sieht man hier schon ein bisschen die Farbe durchkommen. Ich gebe einen kleinen Hops. Genau. Dann möchten wir das Ocker aufbrauchen. Auch eine sehr coole Sandfarbe. Ich ziehe mir meinen Cup so ein bisschen mehr in die Mitte. Sonst geht der mir nach oben hin flöten und das wollen wir nicht. So, jetzt haben wir hier noch unser schönes Gelb. Und ganz zum Abschluss mache ich noch einen kleinen Tupfer Weiß. Das soll dann unsere Mitte symbolisieren, aber wirklich nur ganz wenig. Okay. Nun gucken wir, dass wir alles schön in die Mitte bekommen. Geben ihm einen kleinen Hopper. Und mit einer drehenden Bewegung öffnen wir den Cup. So. Sieht ja schon sehr farbenfroh aus. Ich nehme mir ein Rührstäbchen. Ich dachte mir, ich hätte gerne in der Mitte so einen kleinen Wirbel. Jawohl. So. Jetzt stretche ich das Ganze noch ein bisschen zu den Ecken, bevor ich einmal spinne. Wir holen die Mitte zurück, dieses schöne Sonnengelb. Jawohl. Okay, dann aufgepasst. Jetzt möchte ich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar kleine Zellen bekomme. Ja, hier kommen sie schon. Weil mir das aber noch nicht ganz reicht, ich möchte es heute ein bisschen dreidimensionaler haben.
So. So. Das könnt ihr tatsächlich machen, wie es euch beliebt. So. Sehr interessant. So, meine Lieben, ich habe genug gespinnt. Ich finde es immer super interessant, diese kleinen Linien, die wir gezogen haben mit unseren Fingern oder mit dem Rührstäbchen, machen das ganze Bild immer so ein bisschen interessanter, finde ich. Ich liebe auch Half-Cut-Mizellen, Galaxien, das sieht auch alles toll aus, aber man hat es einfach schon 3 Millionen Mal gesehen und ich finde, so ganz kleine Details, so wie diese kleinen Linien hier, machen ein Bild wirklich besonders und interessant. Wie vorhin schon erwähnt, ist es eine super Methode, eure Farben, die ihr vorab gemischt habt, noch aufzubrauchen. Ihr seht, es sieht überhaupt nicht nach einem Restebild aus, ganz im Gegenteil. Wie immer haben wir uns überraschen lassen, was die Farben machen. Ihr seht, dieses wunderschöne Gelb kommt wirklich gut zum Vorschein. Es hat sich nicht vermischt. Obwohl wir gelbe und blaue Layer hatten, da ist ja oft so ein bisschen die Gefahr, dass es dann grün wird. Ich finde es wirklich toll. Das Ocker ist uns schön erhalten geblieben, unser Rot ist uns erhalten geblieben. Ja, wenn ich es angucke, finde ich es wirklich sehr spannend. So, meine Lieben, dann komme ich jetzt auch schon zum Ende des heutigen Videos. Ihr seht, heute haben wir unsere Farben, die vorab gemischt waren, aufgebraucht haben, ein tolles Bild damit erschaffen. Ich möchte euch das wirklich ans Herz legen, dass ihr einfach achtsam mit euren Materialien umgeht. Ganz oft mache ich es auch so, dass ich es in einer Wanne sammle, noch einmal gut verpacke, später für eine Base verwende. Man muss nicht direkt alles immer wegkippen. Zum heutigen Bild möchte ich sagen, ich finde es super interessant. Es ist mal eine ganz andere Farbe. Diese Gelbtöne, diese Rottöne mit dem Weiß und mit dem Ocker gehen super zusammen. Ich hole euch selbstverständlich auch ein kleines bisschen näher ran, dass ihr euch das genau angucken könnt. Ja, dann war es das für heute. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Es war mir eine Freude, mit euch zu malen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben zur Technik, zu den Farben, die ich verwende, schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte gerne alle eure Fragen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.